Kobi, fangen wir an mit dem Lastspiel, einen kurzen Rückblick. Von heraus hat es ja nach einer ziemlichen Abwehrschlacht ausgeschaut. Wie hast du das gesehen? Ja, so hat es auch angefühlt. Also so wirklich, ich sag fast 90 Minuten lang sind wir eigentlich relativ defensiv gestanden. Ich war ziemlich viel zum Verteidigen, bis auf erste Halbzeit der Phase, wo wir eigentlich ganz gut gespielt haben, zu Ende der ersten Halbzeit. Aber so habe das ganze Spiel gesehen, war es eine ziemliche Abwehrschlacht. Ja. Du warst mit 60% gewonnen in Zweikämpfen, der zweitbeste in der Zweikampfbilanz des FC Wacker Innsbruck, neben dem Deutschen, der ist mit 70% der beste Zweikämpfer war. Wie war es für dich, da hinten reinzustehen? Ja, es war diesmal sehr viel Arbeit. Es war leider mal so nicht oft den Ball gehabt, das war immer verschieben und dann halt in die Zweikämpfe eben und sind wir sehr schnell wieder unter Druck gesetzt. Es war nicht so leicht, da wirklich ein Spiel reinzufinden für uns. Und ja, nichtsdestotrotz ist ein Punkt geworden, auch wenn es vielleicht am Ende bitter ist, aber ich denke, über den 1-Punkt gesehen geht der Punkt in Ordnung. Ihr habt das Spiel natürlich analysiert, zu welchen Ergebnissen seid ihr gekommen? Ja, natürlich haben wir uns nochmal gewisse Szenen angeschaut und natürlich analysiert, was wir besser machen können, weil ich glaube, dass man sagen, bald nicht zu einem Gegner kommt, der wo ähnlich spielstark ist wie der LASK. Und da gibt es auch wieder die gleichen Sachen wieder zu machen wie letztes Mal. Eventuell noch besser, klar natürlich. Und das haben wir alles analysiert und ich hoffe, dass wir es jetzt am Freitag besser machen können. Hat es dich überrascht, dass der LASK so spielstark war und uns so weit zurück eingedrängt hat? Nein, überrascht eigentlich nicht, weil wenn man sich den Kader anschaut vom LASK, dann ist die Mannschaft auch sehr gut. Also das ist jetzt natürlich 25 Punkte hinter uns, aber nichtsdestotrotz ist es eine sehr gute Mannschaft und deswegen. Also ich war nicht überrascht, vielleicht waren einige überrascht, aber ich weiß nicht, aber ja, wir haben es trotzdem teilweise nicht sehr gut gemacht, haben uns da, wie gesagt, zu weit reindringen lassen und das gibt es einfach zu verbessern. Schlussendlich haben wir einen Punkt gemacht, auch vielleicht als schlechtere Mannschaft, aber egal, ein Punkt ist ein Punkt, also das ist ja schon was Positives. Ja, natürlich, im besten Fall hätten wir es natürlich am liebsten drüber gebracht, aber ja, wie gesagt, der Punkt ist, gegen direkte Konkurrenten nicht verlieren, ist immer gut und darum ist, denke ich, der Punkt okay. Am Freitag steht jetzt der nächste Kaliber vor der Tür. Wir fahren zu St. Pölten zum zweiten oder zum Mietfavorit auf den Aufstieg. Ja, was kann man vom Lastspiel daraus lernen für das St. Pölten-Spiel? Ja, dass wir einfach vielleicht, wenn wir einen Ball haben, dass wir ruhiger sind, dass wir im Ballbesitz nicht so einfache Fehler machen, sondern schauen, dass wir die Aktionen besser ausspielen und einfach defensiv wieder gut stellen. Vielleicht liegt uns das außerhalb, sagen wir, ein bisschen besser, dass wir eben tiefer stehen können und da immer auf die Konter lauern und dann, wenn wir zu Konterchancen kommen, müssen wir einfach teilweise besser ausspielen. Jetzt war das letzten Freitag dein erstes Spiel für den SCA Kingsburg an Tivoli. Wie war der Eindruck für dich? Ja, hat mir sehr getaugt, muss ich sagen. Also von der Stimmung her, von der Leute, das Stadion ist so überragend. Also ja, ich hoffe, es kommen noch viele Spiele dazu. Unsere Fans sind ja recht reisefreudig, werden euch auch nach St. Pölten begleiten. Auf was dürfen sich die freuen? Ja, hoffentlich auf einen Sieg. Wir hoffen natürlich, dass einige Fans den Weg nach St. Pölten finden und uns dort unterstützen. Das ist, denke ich, sehr wichtig auch für uns. Und ja, wir hoffen auch darauf, dass wir bessere Leistung abrufen können und dass wir dort was mitnehmen. Worauf muss man besonders achten beim künftigen Gegner? Ja, ich glaube, dass es ein ähnliches Spiel wie das letzte Spiel. Sehr spielstarke Mannschaft, gute Einzelspieler. Und ja, ich denke, es wird ein ähnliches Spiel. Gut, Kobi, dann hoffe ich, dass das alles gelingen wird und danke fürs Interview. Passt, danke.